Im ehemaligen Hotel Hirsche im ganzen Städtli, da ist 100 Jahre die Haushaltungsschule Broderhaus drin gsi. Wegen mangelnder Schülerzahl ist das Broderhaus im 2013 geschlossen worden. Und seitdem ist jetzt hier nebst anderen Angeboten aus der ganzen Länder Sozialjahr drin. Wir haben das Sozialjahr besucht. 34 Mädchen und Buben sind hier von Marlies Bislin und dem Markus Roth. Das sind die beiden Domteure. Nein, natürlich nicht, sondern die Leiterinnen und Leiter. 34 Mädchen und Buben also besuchen momentan im dritten Jahr von dem Sozialjahr. Jahr das Angebot. Wir teilen die Gruppen auf. Wir arbeiten an der Schülerzeitung. Und die nichts dort haben, die tun sich zusammen, um für die Frau Forlin vorzubereiten. Tommy Forlin ist Theaterregisseurin. Da gibt es ein zukünftiges Projekt. Aber zuerst geht es jetzt um etwas anderes. Nämlich um eine Zeitung einerseits und eben auch darum, zum Sponsoring reinzuholen. Einfach auf die drei wieder da sein. Gut, ihr geht jetzt weg. Woher, was macht ihr jetzt? Also wir gehen jetzt laufen wir jetzt durch den Ganzen und gehen Sponsoren auf die Zeitung sammeln. Was für eine Zeitung gibt denn das? Zeitung für das Sozialjahr. Also von uns nachher. Dort haben wir so Weizen und so verschiedene Sachen. Ja. Was macht ihr jetzt da? Schülerzeitung. Für was ist das? Ja, für... Für die Leute oder für unsere Familie, die dann nachher am Abschluss auch hierher kommen. Aha. Und da machen wir in Gruppen? Ja, genau. Jeder hat eine gewisse Aufgabe. Was machst du? Ihr helfen. Wir sind Berufswahl. Wir schauen, wie viel das der Beruf machen. Du bist so der einzige Bub. Wie fühlt man sich so unter lauter Frauen? Ja, also, es hat noch einen zweiten, aber der ist momentan nicht da. Aber ja, sonst ist es nicht so schlimm. Man gewöhnt sich daran. Aha. Aber man muss sich daran gewöhnen, gell? Was machst du? Warum bist du da? Ich bin da, weil ich zu jung bin für die Lehre, die ich anfange nächstes Jahr. Was willst du anfangen? VG mache ich. Aha. Also im Spital oder in einem Alter? In der Spitex, so ganz. Aha. Und jetzt machst du einfach ein Zwischenjahr da? Genau. Und ihr da daneben, ihr macht alle auch VG? Nein. Was machst du? Ich mache Detailhandelsfachfrau. Also da gibt es ganz verschiedene Berufsgattungen, die da sind, ja? Ja. Was machen ihr da? Sind ihr da ein bisschen am Gamen? Nein, wir haben Informationen gesammelt auf dem Handy. Darum. Ah, ihr denkt, wie da steht Game auf der Flasche. Ja? Für was sammelt ihr Informationen? Das ist okay. Für was sammelst du Informationen? Für die Schülerzeitung. Was habt ihr für ein Thema? Horoskop. Hoppla, jetzt wird es aber interessant. Mhm. Das ist ja. Da kommt nachher raus. Dann. Also, gehen raus und die verkaufen dann nachher. Ja, die können wir verkaufen. Glaubst du ein Horoskop? Nein. Und du, glaubst du daran? Nein. Auch nicht. Nein. Aber hoffen wir, dass sie die Zeitung lesen, dass sie daran glauben, gell? Ja. Woher gehst du? Hi. Hi. Nein, wir gehen. Sponsoren suchen. Aha. Hast du schon ein paar im Auge? Bei Sponsoren? Ja, Shisha-Bar. Aha. Dann weißt du genau, wo du hergehst, gell? Ja. Und dann ist losgegangen mit der Vorbereitung von dieser Zeitung. Da hat es allerhand rein. Auch Witz hat man gesucht. Vivienne. Was ist? Weisheim. Nein, leider nicht. Ich konnte keinen in den Sinn. Ihr könnt darauf verlassen, denen ist schon ein Witz in den Sinn gekommen. Und wir haben die Gelegenheit jetzt genutzt, während die geschafft haben, und haben mit einzelnen Schülerinnen geredet. Also, ich bin in der Schule und dann habe ich mir so gedacht, so, ja, ich will noch gar keine Lehre machen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, dass ich irgendein Zwischenjahr machen könnte. Und ich habe nicht genau gewusst, was es so alles gibt. Und dann bin ich zu der Berufsberatung gegangen und die haben dann empfohlen, dass sie ins Sozialjahr gehen können. Weil da ist halt, es ist halt nicht nur Schule da, sondern man hat auch zwei Praktikum und es ist ein bisschen abwechslungsreich. Und so bin ich darauf gekommen und dann habe ich mich da angemeldet. Was hast du denn für einen Berufswunsch? Ich werde Fachfrau Betreuung mit Behinderten. Das ist schwierig, Geld zu so einen Job überzukommen. Also, muss man einfach genug früh dran sein. Also, es ist halt einfach, es ist ein spezieller Beruf und halt abwechslungsreich. Und es gefällt mir auch mega gut dort. Also dort, du hast schon etwas, gell? Ja, ich habe schon etwas. Woher gehst du? In die HPV in Rorschach. Und da hast du mit Kind zu tun oder mit behinderten Erwachsenen? Mit behinderten Erwachsenen. Das ist für dich kein Problem? Du hast schon geschnuppert? Also, ja, ich bin 5 Tage lang geschnuppert und es hat mir sehr gut gefallen dort. Ja. Gell, man sagt dann behinderte Erwachsene, aber es sind manchmal wirklich also sehr gewinnende Menschen, auch mit Herz, ja, gell? Ja, es sind unliebe Menschen, ja. Ich habe auch Freude.
Jetzt bist du hier, du machst also einerseits Schule, auf der anderen Seite machst du Praktikum, du fährst jeden Tag von der Auto hier und her, dass du noch so ganz in Schule hast. Das ist noch ein Stress, oder nicht? Ja, also ich muss halt einfach relativ früh aufstehen und halt viel früher auf den Zug als andere. Und wenn ich auf den Zug gehe, stehen andere erst auf. Und ja, Verbindungen sind manchmal auch nicht ganz so gut. Du nimmst das in Kauf. Also wenn man etwas will erreichen, dann erreicht man es auch, wenn es nach der Schule bei Monika so verklappt. Ja. Am Sommer fängst du an, nehmen wir an, also im Juli oder im August fängst du zu Rorschach an. Das ist eine dreijährige Lehre, gell? Also ich habe zuerst ein Praktikum und dann habe ich noch anschliessend die Lehre schon ein Jahr. Ja, also du machst zuerst noch ein Jahr Praktikum? Ja, das ist bei den meisten sozialen Berufen, dass man zuerst ein Praktikum machen muss. Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 15. Gell, es ist verrückt, wenn man denkt, ein Haufen Mädchen da drin sind relativ jung. Es ist wahrscheinlich auch das Alter, gell, was das bewirkt, dass man nicht so eine Stelle bekommen hat. Gell? Also ich bin am Anfang noch zu jung, weil ich bin mit knapp 15 aus der Schule rausgekommen. Und dort haben sie halt meistens Nein gesagt, weil die meisten mit 16 aus der Schule kommen. Und ich bin gerade erst 15 geworden dort. Und darum war es auch mein Grund, dass ich nachher ein Jahr ein Zwischenjahr machen wollte, weil ich auch den Beruf wollte und nichts anderes. Du bist eine moderne, junge Frau, du bist ja gestylt und so. Aber einmal, wenn man immer wieder Absagen bekommt, wenn man denkt, man hat überhaupt keine Chance, gell, dann geht es einem auch ein bisschen schlecht. He? Ja, zwischendurch war es schon so ein bisschen. Aber man denkt, ja, irgendwann kommt das Richtige. Und ich will ja auch an einem guten Ort Lehre haben und nicht einfach irgendwo. Und dann, ja, habe ich mir früher geschaut. Die Mädchen sind jetzt im zweiten Schulblock, sie haben ein Familienpraktikum hinter sich. Es zeigt sich, der Durchhaltewille, der hat eindeutig Fuß gefasst. Du kommst von Krebs daher, warum? Weil ich nicht genau gewusst habe, was ich machen will. Und dann habe ich eine Zwischenlösung gesucht. Und dann, darum bin ich jetzt hier. Was für einen Beruf möchtest du lernen? Hauswirtschaftspraktikerin. Das ist relativ selten, gell? Ein Haufen Mädchen sagen, nein, also Scheisse putzen, oder irgendwie Betten und so, das machen wir nicht. Aber du hast das wollen? Ja. Hast du schon mal ein Praktikum jetzt gemacht? Weißt du, um was es da genau geht? Ja, ich war schon zu Krebs im Spital am Schnuppern. Und im Rheinboot in Altstädten und dort kriege ich höchstwahrscheinlich die Lehrstelle über. Und gell, das täuscht noch, gell? Hauswirtschaft ist eigentlich noch recht vielseitig und spannend, wenn man es so richtig mit der richtigen Einstellung macht. Ja, es hat Küche, hat, Restaurant, hat, Wäscherei, hat, hat vieles. Und kann man auch vielseitig irgendwie arbeiten gehen, gell? Im Spital, in einer Schule oder in einem Restaurant sogar und so. Also, du kriegst eventuell mit dem Rheinboot in Altstädten die Stelle über? Ja. Aber es ist eine riesige Sucherei, gell? Es ist gar nicht so einfach, so einen Job überzukommen. Es geht. Die Krebs im Spital hatten auch eine Lehrstelle, aber halt nur EFZ. Und du möchtest EBA machen? Ja, genau. Einfach nur sicher gehen? Ja. Und nachher, vielleicht zwei Jahre und ausgeschlossen ist ja noch nicht, vielleicht machst du mal auch noch EFZ drauf, oder? Ja. Anhängen kann man ja immer. Die richtige Einstellung, Zuversicht auf die Zukunft und vielleicht auch ausweglose Situationen so in Angriff zu nehmen, dass man denkt, es gibt gleich eine Möglichkeit. Das ist wichtig. Und das Zusammenwirken in dem Sozialjahr zeigt, dass da Zuversicht wächst. Du kommst vorbereitet daher. Warum kommst du da ins Sozialjahr? Ich hatte einmal eine Verletzung bei meinem Arm und jetzt musste ich die operieren. Und jetzt konnte ich die Lehre halt nicht machen. Und dadurch habe ich den hier noch einen Platz bekommen und ich bin auch sehr froh, dass ich hier herkomme, weil ich gute Kolleginnen gefunden habe. Das heisst, mit anderen Worten, hättest du die Verletzung nicht gehabt, hättest du vielleicht früher auch eine Lehrstelle bekommen? Ja, ich hatte im 2016 schon eine Lehre gehabt. Dadurch, dass ich die Fraktur hatte, musste ich die Lehre um ein Jahr verschieben und der Lehrmeister hat gesagt, dass ich nächstes Jahr anfangen kann, dass er einen Platz für mich freilässt. Du bist eine moderne junge Frau, du machst Coiffeuse, oder? Nein. Was machst du denn? Landschaftsgärtnerin. Wie bist du auf diesen Beruf gekommen? Ich bin verschiedene Berufe gelernt, aber es hat mir nicht gefallen. Oder ich bin jedes Mal schlecht gelohnt heimgekommen. Dann bin ich Landschaftsgärtnerin schnuppern gegangen und ich bin jeden Tag glücklich heimgekommen. Meine Eltern nur am Strahlen, weil sie an der Freude hatten, weil ich immer so glücklich war. Und nachher habe ich die Lehre dort auch bekommen. Er hat gesagt, ich sei ein flottes Mädchen und habe die Lehre bekommen. Du strahlst auch, gell, wenn du von diesem Beruf erzählst. Aber es ist eine relativ strenge Sache, nicht? Ja, aber sie haben gesagt, dadurch, dass ich auch die Armverletzung habe und dadurch, dass ich eine Frau bin, machen sie, dass ich nicht so viel machen muss als schweres Zeug lupfen, dass ich am Anfang nur Bäume schneiden muss, den Unterhalt machen allgemein. Und im zweiten Lehrjahr schauen wir dann, ob ich andere Zeug auch noch machen muss. Das heisst, ein super Betrieb, der quasi auf die Rücksicht nimmt. Mhm. Gell? Beim Loher ist das. Ja. Und das Team hat auch Rücksicht genommen, nur der Chef?
Es haben alle Rücksicht genommen. Und als er gesagt hat, dass ich über die Verletzung hatte, haben dann alle gesagt, ja, es sei gut, ich kann nächstes Jahr anfangen. Und wir wollen sie in diesem Team behalten. Das ist ein flottes Mädchen und eine Aufmerksamkeit. Und Geld, das ist noch relativ wichtig, dass man flott sind, alle Einsätze sind alle, aber dass man es auch anerkennt, dass man die Bestätigung hat, das ist doch noch wichtig. Ja, oder? Ich bin auch froh gewesen, als er dann gesagt hat, dass ich ein Zwischenjahr machen kann und dass ich nächstes Jahr anfangen kann. Mir ist gerade ein Stein vom Herzen gefallen. Ist mit den anderen Lehrern, mit den anderen Schnupperwochen, die du gemacht hast, ist der Beruf gewesen, der dir nicht gefallen hat, oder hast du dich einfach nicht so richtig akzeptiert gefühlt dort? Es ist akzeptiert, habe ich mich gefühlt, aber halt, wie die Leute mit mir umgegangen sind manchmal, oder wenn ich durfte machen, dort hat es mir zwischendurch einfach abgestellt, weil ich bei einer Lehre habe ich 3 Tage das Gleiche machen können. Und ich habe nur gedacht, das ist nicht das, was ich gedacht habe, was ich machen darf. Und eigentlich hat mich der Beruf wenig interessiert, aber es war gleich nicht so gewesen. Was bringt dir das Sozialjahr? Sehr viel, halt, dass ich noch mehr Wissen aufnehmen kann, dass ich neue Kolleginnen und Kollegen finde, dass ich mal etwas anderes sehen kann, wie die Schulen sind und allgemein andere Lehrer. Ja. Ich habe das Gefühl, du bist doch sehr eine gute Schülerin. Es gibt dann, so wie du jetzt ausdrückst und so, das andere kann ich nicht beurteilen. Es gibt relativ wenig Mädchen, die den Beruf Landschaftsgärtnerin wählen. Mhm. Haufen wollen immer ein bisschen die ähnlichen Berufe. Das führt auch dazu, dass Mädchen sich schwer tun. Also, was würdest du den Mädchen empfehlen, die jetzt schon Schwierigkeiten haben, um einen Beruf zu finden? Da halt, dass sie alles sollen mal schnuppern gehen, egal was, Schreinerin, Landschaftsgärtnerin, egal ob es Männerberufe sind oder nicht, sie sollen einfach mal schauen. Und so wie bei mir, ich habe auch gedacht, dass es ein anderer Beruf ist. Aber nachher bin ich Landschaftsgärtner und ich habe mega Freude gehabt. Und egal ob Frau- oder Männerberuf, es ist einfach wichtig, dass einem beim Herzen berührt, dass es die Lehre ist und das, was einem gefällt, dass man das machen kann. Darum empfehle ich allen Frauen oder Mädchen, die hier auf der Welt sind, dass sie sollen auch die Männerberuf schnuppern gehen, nicht nur Frauenberuf. Eine wichtige Message, eine Message, die eben auch zu einem Berufsziel eben kann führen kann. Eine Message, die wahrscheinlich viel einfacher ist, wenn das die Mädchen und Burschen untereinander austauschen. So Stefan, also du kommst von ganz, gell? Du machst auch hier ein Sozialjahr. Wie bist du da drauf gekommen? Ja, also ich habe zuerst nicht gewusst, was genau lernen und das, was ich wollte, hatte ich noch keine Chance dazu gehabt, weil es ist halt recht schwer, jetzt etwas so zu finden mit Sport, ohne zu studieren. Hast du etwas mit Sport machen? Ja, genau. Bist du eine gute Schülerin? Bist du in der 6? Oder? Nein, ich bin in der Real. Aber eine gute Realschülerin? Ja, genau. Also Sportgymnastik, so irgendetwas? Ja, also mein Traum wäre mal irgendetwas Sportlehrerin zu machen. Müsstest du fast Matura haben, gell? Ja, so bist Oder könntest du Schule machen zu Basel, das gibt es auch, gell? Ja, Sport. Genau. Ja, ja. Weil ich habe mal eine Schülerin von Wallenstadt, gell? Die ist dann nach Basel gegangen eine Weile lang. Nach einem halben Jahr hat sie aber aufgehört, weil die Schule einfach zu weit weg ist und macht jetzt Kanti so. Ja. Gut, also jetzt mit Sport ist im Moment nichts. He? Was Nein. machst du denn jetzt? Jetzt mache ich nachher Coiffeusin und dann habe ich mir gedacht, wenn ich dann fertig bin, mache ich BMS und dann so weiter als Fitnesslehrerin oder Sportlehrerin. Genau, genau, das ist auch gut. Da hat man die Möglichkeit hat man natürlich schon. Machst du BMS dann nachher? Also, ja. Hast du schon die erste Coiffeuse? Ja. Hast du mal geschnuppert? Ja. Weißt du, ich frage jetzt nur einen Haufen, die sagen, ja, du musst ein Jahr lang Haar zusammenwischen, kannst nichts machen. So. Ist das bei dir anders gewesen? Ja, ich durfte sicher viel am Puppenkopf machen. Und auch um einen Lehrling durfte ich mal etwas machen. Es war richtig abwechslung. Also das gefällt mir auch noch, gell? Ja. Du bist aber so ein sportlicher, natürlicher Typ. Also du schminkst es nicht wahnsinnig fest und so, aber hast natürlich auch wunderschöne Haare. Aber es ist ein Beruf, der dir trotz allem noch gefällt. So. Ja, genau. Und dann machst du 3 Jahre und nachher machst du BMS. Ja. Und dann möchtest du etwas Sport machen. Genau, also jetzt habe ich es noch so vor. Mal schauen, wie weit das so ist. Ja gut, ich habe mal eine Coiffeuse gehabt, da kann mich gut erinnern, die ist absolut top, sie hat Bluter 6 geschmiert immer, hat aber schon in der ersten Woche gesagt, sie macht Coiffeuse fertig, nachher macht sie etwas anderes. Die ist inzwischen eine Lehrerin. Also du kommst mir gerade ein bisschen ähnlich vor. Also ist es das bei dir auch so, dass du denkst, jetzt möchtest du eine Lehre finden und es hat dir in dem Betrieb gefallen und du machst es das drum? Also nein, es ist nicht nur darum, dass ich eine Lehre finde, es ist einfach, dass ich etwas habe, dass ich später, falls es nicht klappt oder falls ich es nicht mehr will, dass ich richtig etwas habe, das mir auch gefällt und wo ich weitermachen würde. Und parallel dazu machst du immer einen Sport? Ja, genau. Bist du im Turnverein? Ja. Melz? Nein, Filters. Aha. Sind die gleich gut in die Melzer? Ja. Müssen schon wechseln. Sie sind schon auch gut. Ja. Aber das wäre eine Option, ha? Ja. Auf Melz zu wechseln.
Nein, nicht? Ich bleibe den Filtern treu. Okay, müssen wir dort etwas aufbauen? Eigentlich mit Melzer. Letztens sind die gerade wieder in Hamburg gewesen. Die Eltern haben natürlich einen riesen Erfolg. Aber du bist auch so eine so richtige Turnerin, so eine Top-Sportlerin. Also das ist etwas, was dir dann einfach Freude machen, später mal ja. im Sport so etwas zu machen. Genau, ja. Ich bin jetzt auch die ganze Woche, etwa viermal in der Woche habe ich Training. Ja. Hoppla. Ja, gut, okay. Dann hast du noch, was bringt dir das Sozialjahr? Ja, es hat mir einfach gebraucht, dass ich meine richtige Lehrstelle gefunden habe. Vor allem wollte ich eine, wollen, dass ich meinen Sport halt noch am Oben ausführen kann und wo mir es auch richtig passt. Und da muss ich jetzt glaube ich, ein bisschen revidieren, wenn du sagst, viermal am Abend bei Filters. Also dann ist Filters auch vom Vormarsch. Da gibt es ein bisschen Konkurrenz aus dem ganzen Land. Also haben wir auch bald ein bisschen internationalen Erfolg? Ja. Selbst schon, ja. Denken Sie schon? Es also, ist so schon überall ein Konkurrenzkampf. Ja. Hätte ihn gerne nie gereizt, so zu den Mailsen zu gehen, die ja zum Teil wirklich sehr gefragt sind, auch fast international? Ja, vielleicht ab und zu schon, aber ich bin halt für mein Dorf und ja, ich möchte dem treu bleiben. Gut, bleibst du zu Filters, gell? Ja. Und Filters langs hat ja auch ein bisschen du auch Skifahren. Ja, genau. Also Snowboarden. Snowboarden, ja. Ist im Moment ein bisschen hart, gell? Jetzt bin ich schon länger nicht mehr da oben gewesen. Ja. Gut, das heisst also, im Juli fängst du an mit Coiffeuse, dann machst du das 3 Jahre, nachher hast du den Sinn, zum BMS zu machen und dann Sport studieren. Woher gehst du denn? Woher? Ja. Oh, das weiss ich noch nicht. Ja. Bin mir noch nicht sicher. Aber du musst im Sport schön dranbleiben, weil es gibt ja eine Aufnahmeprüfung und das ja. ist manchmal gar nicht so einfach. Ja, also ich denke nicht, dass ich mit dem Sport mal aufhöre, weil ich übe es jetzt schon 10 Jahre und ja, es ist einfach mein Traum. Machst du vor allem Kunstturnen, Gerätturnen oder machst du auch Ballett, Aerobik? Also nein, Gerätturnen und Leichtathletik. Ja, ah, und beides? Aha, hoppla. Ja, das ist aber relativ selten. Ich weiß es nicht. Mal, schon, dunkelt es mich schon. Ja, dann wünschen wir viel Erfolg, gell? Mit dem ja. Sozialjahr in der Zukunft, oder? Und was denkst du so? Es sind jetzt doch sehr, sehr viele Mädchen da, über 30 Mädchen, fast keine Buben. Sind denn die Mädchen viel schlechter als die Burschen? Darum hat es so viele Mädchen da? Oh, das weiß ich nicht, aber ich denke einfach, es hat vielleicht auch mit dem Familienpraktikum ein bisschen zu tun, weil halt, ja, Buben nicht so gerne putzen oder auf Kinder schauen oder, ja, vielleicht liegt es an dem ein bisschen. Du hast schon Familienpraktikum gemacht? Ja, genau. Und, das hast du durchgestanden? Ja. Aber es ist nicht unbedingt dein Traum, Hauswirtschaft und so, he? Also, es ist eh nachher, fürs Leben brauchst du es nachher, ich habe viel da gelernt, aber, ja, jetzt, so etwas mit Hauswirtschaft zu lernen, will ich jetzt nicht. Der Weg zum Traumberuf führt über nicht mal über Umweg. Und dort darf man auch die Freude nicht verlieren. Man muss halt immer ein bisschen dranbleiben am Ball. Warum bist du da im Sozialjahr? Ja, ich bin im Sozialjahr, weil ich letztes Jahr nichts gefunden habe. Das, was ich halt wollte. Was hast du wollen? Ich wollte unbedingt Dentalassistentin werden. Aber ich glaube, ja, es hat einfach zu wenig Stellen in der Umgebung. Und was hat es gehabt? Hast du immer wieder Absagen bekommen? Ja, die Absagen auch. Das hat mich halt immer so ein bisschen... Gell, das macht einen fix und fertig. Ja, ja, das macht einen wirklich fertig. Und dann habe ich halt aufgehört mit dem. Und jetzt suche ich halt Detailhandel und auch im VG. Also einfach in der Pflege. Ja, weil ich halt gerne Kontakt mit den Menschen habe. Bist du in der Realschule gewesen? Ja. Also mittlere Realschülerin? Ja, ich bin ja, so mittel gewesen. Ah, ja, ja. Ja, ich bin jetzt nicht eine von den Schlechten oder eine von den... Superbrains. Ja, aber gell, es ist wirklich ganz schwierig für Mädchen, weil sie sich auf sehr ähnliche Stellen bewerben. Ja. Und dann bewirbt man sich mit riesiger Freude, dann kriegt man so eine 0815-Absage über. Mhm. Also man traut sich schon gerne nicht mehr zu bewerben, oder? Ja, stimmt, ja. Dann ist man ein bisschen so down. Und, was macht man denn? Ja, man ist halt schon ein bisschen verzweifelt. Ja, man redet halt mit den Eltern oder so, ja. Ja, so Sachen halt mit den Kolleginnen. Und es ist halt auch ein bisschen deprimierend, wenn die Kolleginnen alle eine Lehre haben und du dann immer noch am Suchen bist. Das ist dann auch ein bisschen... Ja. Ja. Und was heisst das? Also man muss dann einfach auch sich für Berufe interessieren, die einem vielleicht weniger interessieren würden? Ja, also ich habe mich am Anfang, in der Oberstufe habe ich mich halt entschlossen, Dental zu machen, beim Zahnarzt, aber dann... Und ich hatte immer den Gedanken, ich hatte immer nur Dentalassistenten und ich habe halt nie etwas anderes gesucht. Und das hat mich dann auch ein bisschen ja, so zurückgehalten, etwas anderes zu suchen. Halt. Und
Ja. Jetzt suchst du Detailhandel? Ja, ich suche jetzt im Detailhandel oder Fachfrau Gesundheit. Wie viele Bewerbungen hast du schon geschrieben? Oder wie viele Absagen hast du schon bekommen? Ja, Absagen habe ich jetzt bis jetzt 7. Ja. Aber ich habe noch offene Bewerbungen. Ja, ich hoffe jetzt, dass es klappen wird. Mhm. Ja. Gut, wenn jetzt Ende Januar, dann müssen wir klar sagen, also für den ja, Detailhandel sollte es auf jeden Fall noch lange gehen. Ja, ja, Detailhandel hat es sicher noch. Da könntest du dir auch vorstellen? Ja, mal dort kann ich es mir schon vorstellen. Auch im Fagebereich kann man jetzt auch Praktikum machen oder so, wenn es jetzt keine offene Lehrstellen mehr hat. Wie alt bist du? Ich bin 16. Das heisst mit Antwort, manchmal braucht es einen grossen Schnuff, viel, viel Geduld. Ja, ja, stimmt. Ja. Redet ihr über solche Sachen auch? Oder tun ihr flott herrichten, tun lässig, überspielen das? Oder sagt ihr manchmal miteinander auch, wie es auch wirklich schlecht ja, wird? Mal, ja, weil wir haben eigentlich hier alle im SSJ das gleiche Problem am Anfang, oder? Alle haben halt eine Lehre gesucht und es ist halt immer gleich gewesen. Wir haben halt sehr offen darüber geredet. Ja. Und das bringt dann auch Unterstützung? Ja, ja, das unterstützt eines. Macht einem Hoffnung manchmal. Und eben, und manchmal hat auch nicht Geld. Du bist jetzt wirklich eine mittlere Realschülerin gewesen. Das heisst eigentlich, die Eltern haben können denken, oh, locker, finden der Stelle. Ja. Sind sie auch enttäuscht gewesen? Ja, ein bisschen. Ja. Aber es gibt eben auch, also von meiner Klasse, meiner alten Klasse, hat es auch andere gegeben, die sehr gut in der Schule gewesen sind, aber jetzt halt immer noch nichts haben, oder? Es kommt manchmal auch nicht nur auf die Noten an, sondern auch auf den Betrieb. Und manchmal weiß man gar nicht, auf was es wirklich drauf ankommt. Ja. Weißt du noch, auf was es drauf ankommt? Nein. Ja. Gell, ist manchmal einfach schwierig? Ja, es ist schwierig, ja. Es ist echt schwierig, ja. Wenn das du nichts finden würdest, was ich jetzt ja nicht glaube, also dann würdest du auch noch mal ein Praktikum machen. Ja, dann, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, ja, dann würde ich ein Praktikum machen, dass ich wenigstens einen Einstieg habe im Berufsleben, im Berufsleben, ja. Du bist jetzt schon mal im Praktikum gewesen, gell? Ja, im Familienpraktikum. Hat es dir gefallen dort? Ja, es war mega gut gewesen dort, ja. Das heisst, die Mädchen sagen sehr oft, habe ich immer gehört, oh nein, kein Familienpraktikum, nicht WC putzen, nicht kochen, nicht machen, nicht tun. Aber ich glaube, das sehen die ein bisschen anders da. Ja, also nein, ich habe das jetzt überhaupt nicht schlimm gefunden, weil die Hei muss ja auch immer mithelfen und also es ist jetzt nicht nämlich anders gesehen im Familienpraktikum. Was wäre so dein grösster Wunsch? Ja, eine Lehre zu finden. Ja. Das wollen alle. Eine Lebensplanung ist wichtig für jeden. Und alle möchten ihren Weg im Leben irgendwie finden. Sharon oder Sharon, wie sagt man dir? Mir sagt man Sharon. Aber mir wird es auch nicht ausmachen, wenn man Sharon sagt. Warum kommst du dann ins Sozialjahr? Weil mein Ziel ist, Stewardess zu werden, wenn ich älter bin. Und ich einfach noch zu jung dafür gewesen wäre. Und ich deswegen dann jetzt Sozialjahr mache und dann eine Lehre und dann wäre ich genug alt, um Stewardess zu werden. Ah, das ist dein Wunsch? Stewardess. Mein Wunsch, seit ich klein bin eigentlich. Nie Angst, oder? Hat sich ein bisschen entwickelt, Entführungen, Abstürze und so? Nein, ich meine, wenn es passiert. Ja. Kann man es auch nicht mehr ändern. Was für eine Lehre machst du denn jetzt? Also ich will ins Gastrobereich, in Restaurationsfachfrau wäre mein Ziel. Du wirst das Jahr 17, oder? Hast du schon mal Erfahrungen gesammelt jetzt in diesem Bereich Gastro? Ja, ich bin in einem Restaurant aufgewachsen, von dem her hatte ich schon Erfahrungen gehabt. Und ich war auch am Schnuppern in Hotel und Restaurant. Also bist du das gewöhnt? Ja, grundsätzlich schon. Was heisst grundsätzlich? Also, du bist ein hübsches Mädchen, gell? Danke für Ich frage nur darum, gell? Hat man da nicht Schwierigkeiten, dass man angemacht wird, dass man dementsprechend nicht so respektiert wird und so? Also, ich habe noch keine so Erfahrungen gehabt, aber ich werde dann schon mich zeigen, wenn das so passieren wird. Du hättest jetzt auch eine Hotelfachschule können machen, das kommt für dich nicht in Frage. Ich habe es auch geschnuppert gehabt, aber für mich war es so, also, oder als Hotelfachfrau würde ich dann auch im Bereich sein, wie putzen im Zimmer. Und für mich war ganz klar das Wichtigste, dass ich Menschenkontakt habe. Und das habe ich halt bei Restaurationsfachfrau. Ganz klar Menschenkontakt. Aha. Hast du schon eine Lehrstelle? Nein, mittlerweile noch nicht. Aber es ergibt sich hoffentlich bald etwas. Könntest du es im heimischen Betrieb machen? Wäre nicht mein Ziel. Nein, also, aber könnte schlimmste Hals. Ja, das schon. Ja. Was wäre das Ziel? Wo möchtest du etwas haben? Also, am allerliebsten im Ausland, aber das wäre schwierig. Also halt, aber Richtung Zürich
wäre mir am liebsten. Von den Eltern her dürftest, richtig, ja. Zürich auch. Ja. Ich stamme auch aus Zürich von dem her. Ja. Also du würdest dann einfach mal die 3 Jahre machen, mhm, und nachher gehst du richtig Stewardess. Genau. Mhm. Ab wann kannst du Stewardess machen? Es kommt ganz darauf an, was für ein Flug, was es ist, zum Beispiel bei Lufthansa. Könnte ich es erst ab 20 machen, dann wäre ich zu jung dafür. Und dann muss man ganz sicher Lehre haben. Und für das muss ich auch noch machen. Und dann wäre ich auch noch zu jung gewesen, ein Jahr. Deswegen habe ich ein Sozialjahr gemacht. Und dann würde ich 12 Jahre, ist so 12 Wochen, würde ich dann so wie Schule machen. Und dann wäre ich schon Stewardess und könnte schon fliegen. Ich kenne einige, die ist inzwischen über 40, die, mhm, kommt von Sargans, die macht jetzt etwas ganz anderes im sozialen Bereich. Mhm. So. Die ist schon lang Stewardess, mhm, und hat immer geschwärmt davon. Das ist für dich ein Traumberuf, warum? Ja, ich weiß auch nicht, das war für mich immer schon gewesen, Fliegen, Reisen. Und es ist recht anstrengend, würde ich sagen. Und ganz klar wieder Menschenkontakt und in verschiedenen Kulturen. Und das ist mir wichtig. Du hast auch Mut, du bist nicht verunsichert. Nein, eigentlich nicht. Muss ja sein, gell, als Stewardess. Ja, in kritischen Situationen. Gut, also, jetzt hoffen wir, du kriegst schon die erste Lübe, dann, mhm, machst du noch deine Stewardess. Jetzt, einmal habe ich gehört, Größe spiele ich auch eine Rolle. Aber ja, das wäre gut. Also, ich bin 1,70 und das wäre nicht das Problem. Aha. Mhm. Also, eine gewisse Mindestgröße muss man gerade haben. Gell? Ja, ich bin mir gar nicht sicher, was es genau ist, aber ja, mit 1,70 kommt man durch. Du hast gerade von Lufthansa. Swiss gehört glaub, auch der Lufthansa. Also, gibt es so eine Wunschgesellschaft? Ja, schon Lufthansa. Oder in so eine amerikanische Gesellschaft. Also keine asiatische? Nein. Die sicherste habe ich gehört, sind die asiatischen. Ja, aber das sind nicht so meine Länder, wo ich am liebsten hergehen würde. Ah, also in Richtung Amerika oder Europa oder Südamerika auch. Ja, ja. Mhm. Auch nicht Dubai? Die haben doch die besten Maschinen. ja, nein, eher nicht. Eher nicht? Nein. Gut, was ist so dein grösster Wunsch jetzt im Moment? Allgemein? Ja. Vieles. Ich bin eine rechte Fangirl und von dem her wäre es vielleicht einmal den Justin Bieber zu treffen. Also was ich schon gemacht habe, also getroffen an einem Konzert, aber halt persönlich treffen wäre schon cool. Ja. Du bist voll Justin Bieber Fan? Ja. Was ist denn so speziell bei dem? Ja, er ist schön und ja, er kann gut singen. Hoppa, da gibt es Konkurrenz. Aber diese Träume, die muss man träumen. Und sind vielleicht genau die Träume, die diesen Mädchen ermöglichen, einfach nicht aufzugehen. Und das ist eben wichtig. Also Spresa, warum machst du das Sozialjahr? Weil ich letztes Jahr keine Lehrstelle gefunden habe und ich brauchte so ein Zwischenjahr, dass ich noch was anderes finden kann. Es sieht aber gar nicht so deutsch aus. Und Spresa ist auch nicht unbedingt deutsch. Also wieso redest du deutsch? Ich habe 9 Jahre in Deutschland gelebt, wurde auch dort geboren, also Bremen, Staat. Und ja. Schlechte Karten in Bremen, ha? Mit dem Fußball. Im Moment. War nicht so interessiert mit 9 Jahren für Fußball. Abstiegskampf. Okay. Also, jetzt machst du Sozialjahr. Was ist so dein Berufswunsch jetzt im Moment? MPA oder FAG. Ja. Hast du schon was? Nein, leider noch nichts. Ist das schwierig, um einen Job zu suchen und zu finden? Ja, ich finde es noch recht schwer. Was ist beworben bis jetzt? Also ich habe mich jetzt eigentlich allgemein nur aufs FAG beworben, aber meine Idee wäre noch, dass ich die MPH-Schule mache, wenn es noch funktioniert. Das heißt, die Eltern, die müssen das dann berappen, das kostet so vielleicht im Schnitt so 6.000 pro Jahr, 3 Jahre, mhm, sind das so. Also das wird drin liegen, das würden die Eltern dir berappen. Ich müsste jetzt so eine Stiftung finden, die mir das bezahlen könnte und dann wird das schon funktionieren. Also wenn es die Stiftung bezahlt, dann... Hm. Darüber sprechen wir nachher. Ich, mhm, gebe mal ein Interesse, das gibt es ja auch. Also, aber es ist schon, auch wenn man sich bemüht, wenn man fleißig ist, wenn man alles tut, es ist schwer für Mädchen, gell? So einen Jobbereich Farbe, Farge zu finden. Ja, also ich finde es persönlich schwer, eine Lehrstelle zu finden, da sich auch viele dort bewerben. Und es ist wirklich recht schwer. Es ist ein beliebter Beruf. Ja. Und für dich kommt gar nichts anderes in Frage, so? Nein, leider nichts. Nichts anderes außer FAG oder MPA. Coiffeuse, Malerin, Köchin? Nein, leider nichts. Nichts von alledem? Möchte gerne im medizinischen Bereich bleiben. Dentalassistentin? Hab's geschnuppert, hat mir nicht so gefallen. Was hat dir nicht gefallen? Es war nicht sehr, wie soll ich sagen, das meiste, was wir dort getan haben, war immer das Zuschauen und das Helfen, so quasi immer die Sachen bringen, dem Arzt braucht.
und war nicht sehr, also nichts für mich, sagen wir es mal so. Okay, dann wünschen wir viel Erfolg und wir geben dir noch eine Adresse für die Stiftung. Dankeschön. Man spürt es, das ganze Ländersozialjahr ist auf dem richtigen Weg. Dort werden Brücken gebaut, die sonst kein Weg wären. Da wachsen die Hoffnungen, da gibt es neue Energie für schwierige Wege. Die Jugend ist ja unsere Zukunft, unser Kapital, sagen wir. Das ganze Ländersozialjahr engagiert sich sehr und das auf Vereinsbasis. Da wachsen neue Hoffnungen. Klar gibt es viele Lehrstellen, aber Mädchen und auch Buben mit bestimmten Berufswünschen haben es ganz klar schwer. Und da braucht es eben das Engagement. Ja, mit dem Markus Roth und der Marlis Bisling geredet. Das ganze Sozialjahr, was ich so in Erinnerung habe, es gibt schon lange, ich glaube, es war schon mal eine Frau Zeig, die das Ganze geleitet hat, im 81. Dann haben wir da 100 Jahre Broderhaus gefilmt und zack, und im 13. ist das Sozialjahr dann wieder geschlossen gewesen, 2014 wieder eröffnet worden. Jetzt sind wir hier bei der dritten Klasse, bei mir gegenüber eben Marlis Bisling, der Markus Roth. Ihr seid quasi eigentlich Dritter von diesem Sozialjahr auf eigene Initiative. Und darum vielleicht mal, Markus Roth, wenn du das Mikrofon gerade so schön in der Hand hast. Wie ist denn das wieder zustande gekommen? Das ist eigentlich zustande gekommen in der letzten Schlussfeier 2013, wo wir dann gesagt haben, das kann es nicht sein, dass das plötzlich da wieder, also dass das gestrichen wird. Das braucht es doch aus unserer Erfahrung. Und dann haben wir gesagt, ja gut, nicht nur reden, sondern machen. Dann haben wir ein Projekt gemacht und gesagt, ja, wir starten das im 14. wieder. Darauf haben wir einen Verein gegründet mit einem Vorstand, der das Ganze dann trägt. Eben, aber es ist einfach zack, zu wenig Schüler, geschlossen. Zu wenig Schüler, das kostet viel und dann ist der Kanton, hat es gestrichen mit dem Haushaltsschule auch noch. Und dann hast du das Haus verkauft in Sackgriffen zusammen mit der Marlies und dann haben wir das wieder gestartet. Oder wie ist das gegangen? Hat ja Geld gebraucht, Initiativen. Also. Ja, es hat sehr viele Institutionen und Gönner gehabt am Anfang, die uns unterstützt haben. Also wir haben nicht mehr unsere Häuser oder so verkaufen, sondern wir haben das können. Wirklich, das ganze Land hat das Angebot getragen, das muss man klar sagen. Wir sind jetzt am Schulungsraum drin, wir hören Polter von oben ab, hat mit der Selbstverteidigung und dem Kurs aber nichts zu tun, wenn es dann filmt. Aber es ist halt im Broderhaus, es ist ein altes Haus, also Hotel, Restaurant, Hirschen und so weiter, also ist auch nicht Poltergeist. Was ist denn da oberhalb von uns jetzt da drin, in dem Haus? Also das Haus gehört ja der Gemeinde und wir sind im unteren Stock, in dem Bereich haben wir unsere Räumlichkeiten und im oberen ist die Schulsarganz, die haben da verschiedene Unterrichtseinheiten von der Primarschule ausgelagert. Und glaube, die Gemeinde Sarganz ist eigentlich mit dem Mietzins die einzige Gemeinde, die euch jetzt wirklich unterstützt. Also der Mietzins, der Händler quasi, ist unentgeltlich, oder? Es ist nicht ganz unentgeltlich, aber wir zahlen die Gemeinde dort diesen Teil des Mietzins tatsächlich allein. Und viele andere Gemeinden sind einfach Mitglied in unserem Verein. Und den Rest, wie finanziert ihr da? Mit dem Schulgeld natürlich, das ist ein Teil daran. Es sind etwa 30, 34 Mädchen, genau. Ja. Zwei Buben dieses Jahr. Und mit dem Schulgeld können wir das finanzieren, plus bei den Praktiken, die uns etwas verdienen, haben wir dort auch noch einen Anteil für uns. Und dann natürlich Mitgliederbeiträge, Gönnerbeiträge, diese Sachen. Ja. Und mit eurem kleinen Lohn, eurer Initiative, die ihr in den ersten Jahren wahrscheinlich nichts verdient habt? Ja, wir kriegen jetzt nicht einen Lohn wie ein Schulleiter in irgendeiner Schule. Wie der Kameramann jetzt. Genau, gut, das habe ich gemeint. Ja, Marlies, gell? Also du hast ja eigentlich mal kaufmännisch gelernt, du kannst ja kaufmännisch rechnen, aber also da musst du jetzt ehrlich auch sagen, also, ja, da hast du viel Engagement drin. Also wenn du es nur gerechnet hättest, hättest du auch nicht weitermachen können. Nein, dann müsstest du es woanders arbeiten. Aber das ist ein sozialer Anteil, den wir hier leisten. Da bist du einfach selber angefressen gewesen, ja? Ja, und mir gefällt einfach die Zusammenarbeit mit den jungen Leuten und es ist eigentlich eine dankbare Arbeit, das Zusammenarbeiten. Ja, jetzt haben ihr natürlich auch manchmal schwierige Leute, oder? Das sind pubertierende Leute so. Wie schwer und wie leicht ist das? Also, wenn du es vergleichst mit dem Coaching, das du in der Vorlehre gemacht hast? Es ist zum Teil schwierig, auch den Entscheid zu treffen, ist nicht immer ganz einfach, aber wir haben auch noch gute Unterstützung, sei es durch Kinder- und Jugendhilfe in Sarganz. Und der Markus und ich, wir können uns auch jederzeit gut miteinander besprechen und die Situation dann anschauen, wie es ist. Du bist, glaube ich, zu Melz daheim, oder? Ich bin zu Melz daheim. Und letztens haben die Verein Melz wirklich, also für die Jugend, haben sie gesammelt und haben auch dann 16'000 Franken zugelassen. Das lässt auch ein bisschen hoffen, oder? Auf jeden Fall. Und das war ein wunderschöner Anlass gewesen, am letzten Donnerstagabend, wo wir den Schicken dürfen übernehmen, von 16'140 Franken. Und sonst, wenn wir jetzt auch die Aussagen gehört von diesen engagierten Mädchen und Buben fast durchwegs, es gibt natürlich andere, klar, aber ganz wenige, auch von den engagierten Mädchen und Buben fast durchwegs,
müssen wir schon sagen, ein bisschen mehr Unterstützung von der öffentlichen Hand dürfen zu leiden, oder? Auf jeden Fall. Das heisst mit anderen Worten, ja, also wer da auch etwas zuwenden möchte, also es steht weit offen, oder, die Möglichkeit? Auf jeden Fall. Sie dürfen uns jederzeit anrufen. Wir nehmen jeden Franken entgegen. Markus, das ist etwas, was ich mich immer wieder frage, wie ist denn so etwas möglich? Es geht ja um unsere Jugend und klar, wir haben die Vorlehre, aber es ist nicht vergleichbar mit dem, was ihr anbietet. Es ist ein ganz anderes System, das ihr habt. Ihr schickt natürlich die Jugendlichen auch in die Praxis, oder? Macht ein bisschen das Wechselspiel, Praxis, Schule, mhm. Praxis, Schule. Das ist ein gegenseitiges Lernen, oder? In diesen ambivalenten Ebenen drin. Was liegt denn das, dass man sich so schwer tut, wenn etwas in dem Kanton gehört, um so etwas zu unterstützen? Du als ehemaliger Gemeinderat, Politiker. Es ist natürlich ein Privatangebot und keine öffentliche Institution ist verpflichtet, ein Privatangebot zu unterstützen. Das ist einmal ganz klar. Und wir wissen ja, leider Gottes ist der Kanton und sind auch Gemeinden am Sparen. Und da sind natürlich so quasi zusätzliche Aufgaben, die zuerst gestrichen werden. Und darum sind wir natürlich am Markt ausgesetzt, respektive wir müssen dieses Geld selber zusammenkratzen. Gut, gehen wir vom Geld weg. Nach wie vor, meine Meinung bleibt, also, da dürfen wir wirklich mehr unterstützen. Es geht um unsere Jugend, es geht um unsere Zukunft. Wir sehen, da können Mädchen, sagen wir mal, mit Lehrstellen von Rohrschacht hören. Es gibt sogar Mädchen, die von Zürich ursprünglich stammen. Es gibt Mädchen, die möchten Stewardess werden, x verschiedene Berufswünsche. Und eigentlich, das ist wirklich wie ein, so ein Hoffnungsanker, dass man etwas überkommt. So. Wie sieht denn jetzt euer Programm aus? Also, du kommst hierher und fängst dann mit Schule im August an. Genau. Also nach der Sommerferie, wie jede andere Schule auch, machen wir einen Schulblock machen mit Schulunterricht, mit Schnupperwochen, mit Sonderwochen. Und bis zu der Herbstferie, dann haben sie Herbstferie, nachher geht es ins Praktikum in eine Familie. Also jede Schülerin und Schüler muss in eine Familie bis im Januar. Und jetzt sind wir wieder im zweiten Schulblock, machen dort auch noch Sonderwochen. Und anschließend gehen sie in einen Betrieb, in ein Betriebspraktikum bis zum Sommer, wo wir es dann nochmal da haben für die Abschlussfeier und Schlusstage. Ich finde so etwas wirklich super. Also ich habe auch schon mit x verschiedenen Mädchen geredet, die dann in diesem Bereich Hauswirtschaft tätig sind, die das super finden. Und gleich tut man sich manchmal schwer, Mädchen durch die zu kriegen. Jetzt bei denen, die ich heute gefragt habe, ist das völlig anders gewesen. Die haben gesagt, sie haben wahnsinnig viel gelernt, haben es positiv gesehen. Ist es auch so ein Markenzeichen von dieser Schule, dass man ihnen den Blick für etwas eröffnet, das möglich wäre, das eben auch umsetzbar wäre, wo aber mehrheitlich Mädchen sagt, oh, das wäre nicht mein Berufswunsch. Es kommen natürlich Leute zu uns, die haargenau wissen, was sie wollen. Es kommen aber auch andere, die noch unschlüssig sind. Und vielleicht macht man denen wirklich mit einem Familienpraktikum oder so andere Sachen schmackhaft. Das ist durchaus möglich. Marlies, welche sind denn so die schönen Erlebnisse und welche sind auch so ein bisschen die schwierigen? Du bist ja auch Coach, du bist ja gewöhnt, oder? Du bist auch Familienfrau, du hast selber natürlich auch schon Erfahrungen dort. Also, wenn du das vergleichst mit der eigenen Familie, also, ist das ähnlich oder ist das etwas anderes? Zum Teil ist es ähnlich, zum Teil ist es anders. Also die schönen Erlebnisse sind, wenn die Jugendlichen einfach eine Lehrstelle finden. Wenn sie kommen und sagen, ich war schnuppern, es hat mir gefallen und sie haben gesagt, ich kann mich bewerben und dann kriegen sie vielleicht 3-4 Wochen später eine Lehrstellenzusage. Was mehr belastet ist, wenn jemand sich wirklich bewirbt und einfach die Chance nicht kriegt für eine Lehrstelle, wo es vielleicht immer als zweite oder als dritte Person ist. Das kann vielleicht einen Zusammenhang haben mit den Schulnoten, dass das ein Grund ist. Es kann vielleicht auch eine familiäre Situation ausschlaggebend sein. Oder zu aussehen ist sicher auch noch ein Punkt. Wenn jemand halt vielleicht fester ist und in einen Beruf will, dann geht es nicht immer. Was aber auch toll ist inzwischen, früher, als ich gestartet habe, vor über 20 Jahren, haben wir fast ausschließlich Schülerinnen gehabt, die in Krankenpflege gegangen sind. Inzwischen haben wir solche, die Schreinerinnen machen, Automechanikerin, Bäcker, Coiffeuse, KV. Es ist völlig durchmischt im Moment. Und das macht es auch wieder interessant. So kommen wir auch wieder mit anderen Betrieben in Kontakt. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass jeder Jugendliche bei uns eine Chance hat, zum kommen, ob er jetzt in Krankenpflege geht oder nicht. Manchmal gehen sie auch in ein Praktikum und kommen zurück und sagen, ich habe gerne nicht gewusst, dass mir das gefallen würde in der Pflege. Und steigen dann vielleicht auch einmal um nach der ersten Lehre. Oder wenn sie noch in einem Praktikum sind, machen noch mal eins und gehen dann nachher in die Ausbildung als VG oder VB. Wir haben die Mädchen jetzt ja gesehen, die sind pflegt, die sind aufgestellt, aber manchmal kann es täuschen, gell? Richtig, ja, richtig. Ja. Und wie nach kommst du die Mädchen her, wenn sie lieber brüllen, wenn es schlecht geht? Wenn's also, wirklich, ja? Da komme ich relativ nahe dran her. Also, da muss ich jetzt sagen, in der Regel in den Einzelgesprächen, in den Coaching-Gesprächen,
da erzählen sie es. In der Gruppe kommt nichts. Aber in den Einzelgesprächen gibt es vielfach Tränen. Das macht einem manchmal dann auch traurig, wenn sich jemand bewirbt, dann weiss auch nicht recht und kriegt immer wieder Absagen über. Am Schluss wollen sie sich gar nicht mehr bewerben, weil sie Angst haben vor einem grossen Kuvert, wo so eine fadenscheinige Absage drin ist. Also, wie kannst du es denn immer wieder motivieren? Ist manchmal schwer, oder? Ja, aber ich muss manchmal einfach sagen, los, es hat jeder Mensch etwas Positives und du hast Qualitäten, vielleicht bist du auch in dem falschen Berufsfeld, vielleicht müssen wir einfach auch nochmal eine Abklärung in der Berufsberatung machen, dass man vielleicht noch andere Berufe anschaut und sie ermutigen, auch noch in einer anderen Berufsgattung schnuppern zu gehen. Kannst du mit den Lehrmeisterinnen und Lehrmeister reden? Ja, vielleicht ist es mit der Lehrstellenbörse, wo die Meldungen mal verkehrt sind, oder? Wo mal etwas eine Stelle ausgeschrieben ist, es gibt keine, wenn es so weiter, müssen wir vielleicht den Markus ein bisschen fragen, wie das funktioniert. Aber kannst du auch mit den Lehrmeistern und Lehrmeister fragen? Du hast vorher diverse Punkte angesprochen, vielleicht aussehen, das, dies, jenes. Was nicht gesagt hast, sind nehmen. Persönlich sage ich, es ist einfacher, wenn du als Bisschen, wenn du als Mustafi daher kommst. Auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, ich sage manchmal auch mal einen Betrieb, probieren Sie es doch einfach einmal mit dieser Person, unabhängig von Herkunft oder von den Noten. Vielleicht schafft die gerade so gut. Und da machen Sie es dann mal. Also das ist im, das, da lassen Sie es auf dich, dass Sie es unter Umständen gleich sagen, mal, wir geben eine Chance. Also ich würde sagen 50-50. Ja, ja, aber gleich ein Herbstbrot. Ja. Lehrstellenbörse, wir müssen es ansonsten von der Marlies ein bisschen unterbrechen. Lehrstellenbörse, Markus, wie ist denn das? Also ich stelle immer wieder fest, das ist ja wirklich ganz eine hilfreiche Sache, also dass man da kann anschauen kann. Aber die Liste, sage ich mal, die wird von der Berufsberatung sehr professionell gemanagt, aber Betrieb, also mit diesen Meldungen, eine triste Angelegenheit. Kann man da etwas machen? Es liegt natürlich genau an dem, dass Betriebe verpflichtet sind, ihre Vertragsunterzeichnungen zu melden, die Lehrstelle wieder rauszunehmen. Und wenn sie das nicht machen, dann bleibt sie immer noch drin. Von der Berufsberatung her fragt man dann periodisch wieder nach. Das ist das Einzige, was man machen kann. Aber das kann man natürlich nicht alle Tage oder alle Wochen machen, sondern da gibt es eine Periode, wo man das macht. Ja, das ist schon ein bisschen Schwierigkeit. Sozialjahr, das ganze Sozialjahr, also im dritten Jahr sind wir jetzt mit über 30 Jugendlichen, vor allem Mädchen natürlich, da sieht man auch, Mädchen haben einfach die schlechtere Chance, weil sich sehr oft eben die gleichen wieder auf die gleichen Lehrstellen bewerben und so weiter. Mhm. Da gibt es eine gewisse Mädchen-Jugendarbeitslosigkeit. Was wären denn so ein bisschen eure Wünsche, die ihr jetzt hättet, wenn ihr dann ja, sicher ins vierte Jahr startet? Das ist sicher, oder? Das ist sicher, ja. Das ist sicher. Ja. Was wären denn so ein bisschen eure Wünsche? Also wir haben für das vierte Jahr schon viele Anmeldungen, darum können wir sagen, es wird ein viertes Jahr geben. Also die Wünsche sind ganz klar, dass die Lehrmeister und die Betriebe wirklich bereit sind, unsere Mädchen und Burschen zu nehmen, dass sie bereit sind, auch einmal an einer schwächeren Chance zu geben. Vielleicht anfangen mit einer zweijährigen Ausbildung. Ich denke, das wäre noch wichtig, wenn mehr Betriebe sich da noch einen Schub geben und sagen, okay, ich gebe jemandem eine zweijährige Lehre, dann kann man noch aufsteigen nachher ins EFZ. Da wäre unser Wunsch schon, dass man das vermehrt möchte und das Betrieb da ja, auch den Jugendlichen eine Chance gibt. Nicht nur immer den Guten und denen, die problemlos sind in der Lehre. Marlies? Ich schließe mit Markus seiner Antwort an. Es ist einfach wichtig, dass auch die Schwächeren eine Chance haben und dass die auch eine Ausbildung machen können. Weil vielfach also schaffen es die nachher auch, wenn sie gut sind mit einer EBA-Ausbildung, dass sie nachher eine EFZ noch anhinken können. Und mal ein bisschen weiss, von was sie jetzt seit langen Jahren als Coach beim Broderhaus tätig sind. Und die Erfahrung von diesen beiden, von Markus Roth und von der Marlies Bislin, die machen das Sozialjahr aus, zusammen mit einer engagierten Trägerschaft. Da passen eben auch spezielle Angebote ein, wie der Kurs in Selbstverteidigung, den wir kurz an dem Nachmittag noch mitnehmen konnten. Stark sein, wenn alles aussichtslos scheint, Kraft haben, zum Dranbleiben, das eben ist das Sozialjahr. Und mit dem speziellen System, mit Schul- und Praxisblöcken, ist das Angebot etwas ganz Spezielles. Schade, dass die öffentliche Hand hier nicht mehr Unterstützung gibt, ich meine finanzielle. Das war sicher noch verbesserungsfähig. Vor allem jetzt, wo man ja sieht, dass die Schülerzahlen stimmen, dass sich das Angebot ja etabliert hat. Ja, es braucht aber wahrscheinlich auf dieser Ebene noch Durchhaltewillen und Erkenntnis, die reifen müssen. Ein Knödelschlag hinten fassen. Genau, Knödel. So, ja. So. Also genau. So. Und nachher runter. Jawohl! Gut! Gut! Jawohl! Jawohl! So, schon ein Kopf. Gut. Jetzt so um den Kopf.
Jawohl. Ich kann das gar nicht. Es ist schon. Ja, so. Ja, und genau. Ja. Schön, schön, schön. Guck mal, schau, eins die Hand, die kommt aufs Gesicht, das du. Das Gesicht deckt, das hast Plötzlichkeit. Ich mache das so eins. Ja, genau. Gesicht eins. Ich mache nicht das so eins, weil ich. Ah! Das ist jene. Ich mache das so eins, ich tue mein Gesicht decken. Gesicht. Dann. Hä? Ja, genau. Sehr gut.